BVB-Juwel von Nationalelf-Debüt. Leonardo Balerdi von Borussia Dortmund steht vor seinem Debüt für die Nationalmannschaft Argentiniens. Der 20-Jährige wurde für 2 Länderspiele im September nominiert. Bislang hat der Abwehrspezialist, den der BVB im Januar für 16 Millionen Euro von den Boca Juniors verpflichtete, noch kein A-Länderspiel absolviert. Verzichten muss Trainer Lionel Scaloni in den Tests auf Superstar Lionel Messi. Der Profi vom FC Barcelona war wegen seiner harschen Kritik bei der Copa America für 3 Monate gesperrt worden. Auch Angel Di Maria und Sergio Aguero fehlen im Kader. Bochum legt Einspruch wegen HSV-Spiel ein. Das Thema Bakary Yatta ist auch 3 Tage nach dessen Anhörung beim DFB-Kontrollausschuss noch nicht beendet. Nach der 0:1 Niederlage beim Hamburger SV hat der VfL Bochum Einspruch eingelegt. Der Grund? Die nach wie vor ungeklärte Situation um HSV-Spieler Bakary Yatta. In der Vereinsmitteilung heißt es, man lege den Einspruch zur Fristwahrung und in Wahrnehmung seiner Verantwortung für die Mannschaft und das Vereinswohl ein. Yatta war gegen Bochum von Beginn an zum Einsatz gekommen und spielte 90 Minuten durch. Die Identität und das Alter des Offensivspielers sollen laut Informationen der Sportbild nicht korrekt sein. Sané erfolgreich am Kreuzband operiert. Nationalspieler Leroy Sané vom englischen Meister Manchester City ist offenbar am Sonntagabend in Innsbruck erfolgreich am Kreuzband operiert worden. Das berichtet die Bild. Der Eingriff am rechten Knie war von Dr. Christian Fink durchgeführt worden. Dieser hatte zuletzt schon Lucas Hernandez und Corentin Tolisso von Bayern München am Knie operiert. Dass nun auch Sané in Innsbruck operiert wurde, habe aber überhaupt nichts mit dem FC Bayern zu tun, hatte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bereits am Freitag nach dem Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC betont. Sané hatte sich die schwere Verletzung im Community Shield gegen Liverpool vor 2 Wochen zugezogen.